Mein letzter Umzug ist schon etwas länger her und es war eigentlich nicht eine große Sache. Ich habe mit meinem privaten Auto alle Sachen transportiert, musste mehrere Male fahren, aber es ging eigentlich relativ gut. Ja, wir hatten einen zu großen, also zu viele Sachen, die wir eigentlich transportieren mussten, aber wir haben ein Auto gemietet, das nicht genug groß war. Der Tag war viel zu heiß zum Umziehen, wir schwitzten alle. Der Transportwagen kam nicht pünktlich und am Schluss gingen uns einige Sachen kaputt, da wir es nicht gut aufeinander gestellt hatten. Im Voraus alles gut organisieren und dann klappt das sicherlich. Ja. Ich habe alles auf den letzten Drücker gemacht, aber ging dann trotzdem gut. Nächstes Mal werden wir vermutlich ein größeres Auto nehmen oder einen Lastwagen. Bei einem Umzug ist die grundsätzliche Entscheidung Zeit und Umfang des Transportgutes. Der Umfang ist entscheidend für die Wahl des Fahrzeuges und es spielt zusammen mit der Zeit. Das heißt also, größeres Fahrzeug spart in der Regel Zeit und spart auch potenzielle Schäden am Mobiliar. Ich würde empfehlen, das Fahrzeug so früh wie möglich zu reservieren, da es in der Regel fixe Zügeltermine gibt. Das heißt, wenn Sie den Mietvertrag für die Wohnung unterschreiben, würde ich auch schon mich um das Zügelfahrzeug kümmern und es reservieren. Es gibt sicherlich Sparmöglichkeiten beim Mieten eines Fahrzeugs, nämlich dann, wenn Sie nicht am Wochenende das Fahrzeug reservieren. Am Wochenende ist die Auslastung dieser Zügelfahrzeuge sehr, sehr hoch, dementsprechend ist auch das Preisgefüge höher. Bei der Wahl des Autovermieters würde ich zunächst einmal den ganz gesunden Menschenverstand walten lassen und das Fahrzeug, das ich anmieten will, anschauen. Wie ist der Zustand bezüglich Reifen, wie ist der Außenzustand, das ist ein neueres Fahrzeug, ein Fahrzeug in einem guten Zustand. Der zweite Punkt ist sicherlich der Mietvertrag, wie detailliert sind die Daten auf dem Mietvertrag aufgeführt und natürlich ganz wichtig das Thema Versicherung. Ein seriöser Vermieter wird Ihnen sicherlich auch Umzugskartons, Umzugshilfen anbieten können, genauso wie Ladungssicherungsmaterial. Auch das ist wichtig, dass nichts umkippt, nichts kaputt geht am Umzugsgut, aber auch nicht am Fahrzeug. Beim Fahren mit einem Kleintransporter ist zu beachten, dass das Fahrzeug natürlich gegenüber von einem normalen Personenwagen deutlich länger, breiter und vor allem höher ist. Und die Rundumsicht, die ist auch sehr stark eingeschränkt. Die Schwierigkeiten und Gefahren beim Fahren mit einem Kleintransporter liegen sicher darin, dass mit einem Kleintransporter die gleichen Geschwindigkeiten gefahren werden können wie mit einem Personenwagen. Der Schwerpunkt ist aber viel höher. Das Fahrzeug ist schwerfälliger zu fahren. Und der Bremsweg ist möglicherweise auch noch länger. Die wichtigsten Tipps beim Beladen von einem Kleintransporter und auch beim Fahren mit einem Kleintransporter, vielleicht bei einem Umzug oder sonst einem Transport, ist, dass die Ladung sicher gesichert ist, dass sie sich nicht bewegen kann, dass man mit so einem Fahrzeug auch eine Notbremsung machen kann, dass die Ware immer noch am gleichen Ort ist. Da kann man auch zur Hilfe diese SBB-Paletten nehmen. Das ist immer eine gute Sache. Da kann man die Sache formschlüssig und richtig beladen. Dann das Fahrzeug darf nicht überladen sein. Erstens ist es verboten, ist gesetzlich strafbar. Und dann ist das Problem auch noch, wenn das Fahrzeug zu viel Gewicht hat oder schräg beladen ist, einseitig beladen ist, dann wirkt sich das auf die Dynamik des Fahrzeuges aus und es kommt zu einem komischen Fahrverhalten. Dann beim Manövrieren ist es auch wichtig, beim Retourfahren zum Beispiel, dass man eine Hilfsperson zu Hilfe nimmt, die einem zeigen kann, habe ich noch Platz, kann ich hier wenden, steht niemandem im Weg. Und auch eine defensive Fahrweise ist sehr wichtig, dass man es gemütlich nimmt, dass man langsam in die Kurve fährt, dass man vorausschauend fährt und so kommt man einfach sicher und besser ans Ziel.